Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fleury. Ich zeige euch heute ein super leckeres und cremiges Pasta-Rezept. Eine Süßkartoffelpasta mit Kokos und Spinat. Die Süßkartoffelpasta ist ganz einfach gemacht, unglaublich lecker und schmeckt der ganzen Familie. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst benötigt ihr Süßkartoffeln. Ich habe meine Süßkartoffeln mit der Schale gewaschen, gebe sie so auf mein Backblech, steche sie mit der Gabel ein. Und so backe ich sie im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für so 40 Minuten, bis sie schön weich sind und der Saft aus den Löchern austritt. Alternativ könnt ihr die Süßkartoffeln natürlich auch schälen und in etwas Wasser weich kochen, aber ich empfehle euch diese Methode, die Süßkartoffeln zu backen. So schmecken sie viel aromatischer und werden nicht wässrig, wie wenn ihr sie im Wasser zubereitet. Die Süßkartoffeln haben jetzt so für fast eine Stunde bei mir im Backofen gebacken. Ich habe sie rausgenommen und leicht abkühlen lassen. Jetzt halbiere ich sie. Ich nehme einen Löffel und löse jetzt das Fruchtfleisch heraus für die Soße. Für die Soße gebe ich nun Kokosmilch in meinen Mixer. Dann habe ich 250 Gramm von der gekochten Süßkartoffel abgemessen und gebe die dazu. Meersalz kommt dazu, Pfeffer und noch etwas Currypulver. Das Ganze zerkleinere ich nun zu meiner Soße. Je nach Konsistenz gebe ich später noch ein bisschen vom Pastawasser dazu. In der Zwischenzeit bereite ich meine Pasta zu. Ich koche dafür Salzwasser auf, gebe meine Pasta hinein. Wir lieben Spaghetti, ihr könnt Nudeln eurer Wahl nehmen. Wenn die Pasta kocht, nehme ich noch 125 ml vom Kochwasser ab, gebe das zu meiner Süßkartoffelsoße, mixe es noch einmal und koche dann meine Pasta fertig al dente. Anschließend die Soße in den Topf gießen, Spinat dazugeben, die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Pasta dazugeben, durchmischen, in Teller anrichten und genießen. Das ist meine fertige Pasta. Ich freue mich jetzt schon sehr, die Pasta zu probieren. Schmeckt unglaublich lecker. Das Rezept müsst ihr ausprobieren. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachkochen findet ihr in der Videobeschreibung. Liebt ihr einfache und gesunde Rezepte wie diese? Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fleury.